Hallo, servus liebe Leute, herzlich willkommen in unserem heutigen Livestream. Wir sind im WeAccelerate und heute findet hier eine ganz spannende Innovationskonferenz statt, Austrian Innovation Forum. Und wir haben mit uns drei sehr spannende Speaker. Beginnen tun wir aber mit dem Gastgeber, Helmut Blocher, dem Chef von Sukkus und dem Gründer und Geschäftsführer der Konferenz. Vielleicht kannst du uns, Helmut, ein bisschen darüber erzählen, was heute da los ist. Was ist der Sinn und Zweck und Konzept dieser Konferenz? Ja, das siebte Austrian Innovation Forum findet eben heute hier statt. Die Idee ist eigentlich nicht so sehr Innovationsmanagement im engeren Sinn zu beleuchten, schon auch, aber wir wollen da ein bisschen über den Tellerrand von klassischen Methoden hinausschauen und eigentlich Mut machen und Inspiration, einfach neue Wege zu gehen und das einfach verschiedene Sachen einfach mal auszuprobieren. Wie habt ihr das Programm gestaltet? Sind es eher Vorträge und Keynotes oder auch Panel-Discussions? Gibt es irgendwelche Side-Sessions oder nur One-Stage? Wie ist das Konzept gestaltet? Ja, es sind insgesamt 250 Teilnehmende hier und 35 Vortragende und das ist natürlich ein Mix. Wir haben im Plenum spannende Keynotes, da hat zum Beispiel der Professor Christian Blümelhuber heute darüber gesprochen, welche Inspirationen man eigentlich auch aus dem Kunstszene für Innovation nehmen könnte. Das ist auch mal ein neuer Ansatz gewesen. Und wir hatten Professor Hengstschläger im Plenum, aber auch Marina Kintschel, die bei Siemens die digitale Transformation der Mitarbeiter verantwortet in einem Projekt. Und dann ging es aber in verschiedenen Sessions auch interaktiv zur Sache, wo man auch mal etwas ausprobieren konnte und ja auch mal spannende neue Methoden auch mal kennenlernen kann. Wir sind jetzt in der nächsten Pause. Wie geht der Abend dann weiter los? Ich glaube, es gibt auch eine Party am Abend, ganz spannend, mit der Gründerszene gemeinsam entwickelt. Ja, für uns ist es langsam schon ein bisschen entspannter. Wir treffen uns jetzt alle dann wieder in der Plaza. Wir sind ja froh, dass wir heute hier bei WeAccelerate sein können, die ja gerade erst gestartet haben mit 50 Startups. Das passt recht gut zu uns, obwohl wir eigentlich nicht so sehr den Fokus auf Startups eigentlich haben. Eigentlich auch nicht auf die ganz Großen. Also mein Anliegen ist schon immer wieder dieser typische österreichische KMU-Betrieb, der eigentlich sehr viel für Österreich tut, für die Wirtschaft hier, aber auch Österreich voranbringt und in eigenem Interesse halt sehr innovativ sein. Da werden wir jetzt gleich zwei Beispiele sehen und dann auch noch ein großes Unternehmen. Na, es ist ganz cool. Die Conference war boomvoll. Die Leute sind sehr interessiert. Ich glaube, die Podiumsdiskussionen und Side-Sessions sehr, sehr spannend. Wo warst du? Ich war zum Beispiel bei den Krypto-Themen und Afrika war ein sehr spannender Breakout. Ich habe mir angehört, natürlich den Hengstschläger schon ein paar Mal, aber trotzdem ist es immer wieder eine Bereicherung. Afrika finde ich absolut super. Gerade in Nairobi geht ja auch irgendwo die Post ab. Kann man nur hoffen, dass dort auch die Wahlen gut ausgehen und dass sich alles stabilisiert. Aber dort haben wir eine vitale Start-up-Szene und das wissen wir hier viel zu wenig. Und wir könnten da wirklich auf Augenhöhe auch einmal zusammenarbeiten. Dann, das würde, glaube ich, so einiges an Entwicklungspolitik, die wir sonst so machen, eigentlich ersetzen. Afrika ist super, sagst du. Wie ist Österreich? Sind wir ein Innovationsland? Sind wir ein Innovation Leader oder haben wir da noch viel zu tun? Ja, immer wieder gibt es tolle Beispiele für tolle Innovationen. Wir haben eben Weltmarktführer, die kennt man vielleicht gar nicht. Gerade gleich wird eine kommen. Ein Unternehmen, das Weltmarktführer in Metallumformtechnik ist. Das Problem in Österreich ist, dass wir uns einfach ein bisschen zu wenig trauen. Dass wir auch nicht, wir reden zwar viel von Fehlerkultur, aber in Wirklichkeit ist es damit nicht weit, weit her. Wenn Fehler passieren, dann wird einem diese Fehler angekreidet und man wird sich das dann eher nicht mehr trauen. Und ja, einfach Dinge neu zu denken, Dinge neu zu machen, da sind wir nicht die Allerstärksten. Vielleicht hat das auch ein bisschen mit unserer Geschichte zu tun, dass wir einfach aus einer Monarchie kommen, wo es immer jemanden über dir gegeben hat und ja, das müssen wir noch stärker abschütteln eigentlich. Was ich dich abschließend noch gar nicht gefragt habe, du bist der Chef und Gründer von Sukkus, was macht ihr, wieso kommst du dazu, eine Innovationskonferenz zu machen? Ja, ich bin da seit über 20, ich traue mich fast nicht sagen, seit über 20 Jahren im Konferenzgeschäft und ich wollte, nachdem ich in einem anderen Unternehmen war, unbedingt was anderes machen. Ich habe sehr viele Veranstaltungen erlebt, die eben nicht so spannend sind und ich habe mir vorgenommen, nur Konferenzen im Innovationsumfeld zu machen und möglichst nur Konferenzen, die auch wirklich spannend sind. Natürlich können wir das nicht immer 100% durchhalten, nicht immer ist alles gleich relevant, aber ich glaube, im Großen und Ganzen funktioniert das bei uns recht gut. Cool. Wie gefällt es dir? Na sehr gut, wirklich. Es ist sehr brühmend da. Es ist, glaube ich, auch eine coole Location, weil WeAccelerate kann mit sehr, sehr guten Möglichkeiten da punkten. Ich finde es sehr spannend. Und ja, wir haben die Party. Die beginnt um 18 Uhr. Da haben wir auch eine coole Band und es gibt eine DJ. Also das geht schon noch eine Weile weiter. Super. Weitere Events von euch kann man wahrscheinlich auch auf eurer Website finden. Sukkus.at und am besten ihr promotet die alle. Passt. Danke, Helmut. Als nächste haben wir bei uns die Frau Dr. Christine Rami-Mark, die Geschäftsführerin von Mark Holding. Christine, servus, danke für deine Zeit. Ja, danke schön. Eine spannende österreichische Geschichte. Autozulieferant, ein globaler Weltmarktführer. Das sind immer so die inspirierenden Stories, Family-Unternehmen und unternehmerisch getrieben. Kannst du uns vielleicht ein bisschen dazu erzählen, wie ist das Ganze entstanden?
Also ich bin mittlerweile die vierte Generation eines Familienunternehmens. Begonnen haben wir 1920 mit der Manufaktur von Schuhösen. Dann ist aber die Schuhindustrie in den 30er, 40er Jahren in Österreich immer mehr abgewandert in Richtung China, weil natürlich der Lohnkostenvorteil dort erheblich war. Und wir haben uns begonnen oder mussten und beginnen, uns innovativ nach neuen Produkten umzusehen und haben einfach die Synergie genutzt, Altbekanntes neu zu verwenden. Und da war eben die Buntmutter, die Mercedes und Valeo brauchten, sehr ähnlich zur Schuhöse und wir sind in die Automobilindustrie gekommen. Wo wird der Weg jetzt weitergehen? Wir reden über die Digitalisierung. Du bist heute als Speakerin beim Innovationskongress. Wie wichtig ist für euch Innovation, damit man nicht stehen bleibt und sich ständig weiterentwickelt? Innovation ist das, was uns ermöglicht, den Standard in Österreich zu halten. Das ist das, was uns besonders macht. Wir können nicht über Löhne oder anderes punkten. Wir können damit punkten, dass wir Teile wie dieses herstellen können, mit einer Qualität und einer Präzision, die kleiner ist wie 8/10 von einem Haar. 8/10 von einem Haar? Und wo sind diese Teile überall eingebaut? In jedem europäischen Auto finden Sie 200 Teile von uns. Im ABS, im ESP, im Airbag, überall dort, wo Sicherheit ein wesentlicher Feature ist. Jetzt reden wir sehr viel über die Zukunft der Mobilität, Elektroauto, Sharing-Konzepte. Wie wird sich das auf euer Geschäft auswirken? Braucht man sowas auch in einem Elektroauto oder müsst ihr auch da wieder schauen, dass Geschäftsmodelle und Produkte sich verändern? Die grundlegenden Teile von uns sind auch in normalen Autos drinnen, also Airbags wird es in Elektroautos als auch in Wasserstoffautos oder in anderen Autos immer geben. Wir haben natürlich auch 30% unserer Teile am Verbrenner sitzen, doch auch hier ist die Synergie klar zu sehen. Kühlsysteme brauche ich auch beim Elektromotor, dort sogar noch vermehrt. Das heißt, für uns ist es im Prinzip Stärken und die Kernkompetenz weiterzuentwickeln. Der Trend Elektromobilität oder Wasserstoffautos wird sich nicht aufhalten lassen und hier müssen wir ganz klar vorne dabei sein, aber es wird unsere Produkte nicht verändern. Das heißt, du siehst das durchaus auch als Chance, neue Geschäftsfelder aufzumachen, wenn man innovativ mitkommt. Das mit Sicherheit, wobei ich denke, dass es auch noch einiges an Zeit braucht, bis die Autos wirklich serienreif sind und die normale Lebensspanne von einem Produkt von uns ist so 10 Jahre und da können wir uns gut in den nächsten 10 Jahren orientieren, wohin wir weiterentwickeln werden. Wie groß ist euer Unternehmen? Wie viele Mitarbeiter? In welchen Märkten seid ihr tätig? Wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Genau, wir sind global unterwegs. Wir haben ein Werk in Österreich mit 500 Mitarbeitern und ein Werk in Slowenien mit 100 Mitarbeitern. Und wir sind global in die Welt liefern wir aus. Wir liefern nach Asien, nach Amerika, in Europa. Schaut ihr euch für Innovation auch extern um, zum Beispiel in einer Startup-Szene, wo viel Innovation produziert wird, neue Prototypen entwickelt werden. Ist das eine Zusammenarbeit, die euch auch weiterbringen könnte? Das ist mit Sicherheit ein weiterer Punkt. Wir haben selber 2 mehr oder weniger Startups in unserer Unternehmensgruppe. Wir haben ein Selbstrettungsgerät, wo es darum geht, Personen bei Brandfällen, wo sie nicht evakuiert werden können, ganz einfach selbst retten zu können. Das heißt, es ist ein Ankerpunkt, den wir entworfen haben und ein Overall mit Zip, da hängt man sich ein. Statt dass man irgendwie schaut, wie mache ich denn den Klettergurt zu, eine total einfache Sache und man rettet sich selber. Und wir sind die Ersten, die einen Carbon-Hydraulik-Zylinder entwickelt haben, wo wir gerade in der Prototyping- und ersten Serienphase sind. Ja, super. Vielen, vielen Dank für dieses schnelle Überblick, dass Sie so inspirierend österreichische Innovationsunternehmen, globale Hidden Champions und globale Player zu finden. Toi, toi, toi auf dem weiteren Weg. Und ich glaube, mit eurer Einstellung wird es immer Innovation geben und eine 5., 6. und 50. Generation. Vielen Dank. Danke sehr. Als Nächsten darf ich bei mir begrüßen Martin Johann Fröhlich. Martin, servus. Grüß dich, hallo. Hallo, Martin ist Startup Manager bei der Deutschen Bahn. Martin, ich bin super happy, dass du auch dir Zeit genommen hast, mit uns zu plaudern. Wir sind ein österreichisches Startup-Medium und natürlich ist für uns immer sehr, sehr spannend die Frage, wie arbeiten die Corporates mit den Startups zusammen? Du bist Startup Manager bei der Deutschen Bahn, einem Riesenkonzern. Wie läuft das bei euch ab? Ich bin ja einer von 330.000 Mitarbeitern, das muss man sich mal im Munde zergehen lassen. Bin heute in den Einheitslook der Deutschen Farbe. Deutschen Bahn natürlich mit Rot, ne, der Rot-Weiß. Wie läuft das ab? Natürlich meine Aufgabe als Startup-Manager, ich sage jetzt mal Trüffelsucher, ist es, externe Innovatoren mit dem Kerngeschäft der Deutschen Bahn zu vergemeinschaften. Das funktioniert in Gänze gut, aber natürlich gibt es einige Sachen und Dinge, die muss man bei der Deutschen Bahn auch beachten. Nämlich wir haben jetzt das Sammeltaxi, weiß nicht, ob Sie es kennen oder du kennst, das ist Clever Shuttle. Das heißt mit einem Fahrer, ja, man hat einen Fahrer, die sind fest angestellt bei Clever Shuttle, da ist auch die Deutsche Bahn jetzt beteiligt und verschiedene
Nutzer können sich das Taxi dann teilen. Also während das Sammeltaxi fährt, werden verschiedene Nutzer auf der gleichen Route mit einem kleinen Umweg mehr oder weniger auch abgeholt. Das heißt, die Deutsche Bahn versteht, dass die Tür-zu-Tür-Mobilität auch immer wichtiger wird und gerade in solche Startups auch zu investieren ist umso wichtiger. Also man versucht nicht, diese Startups zu nehmen und ins Kerngeschäft als Organisationseinheit reinzuhängen. Ne, da ist natürlich die Gefahr, die ganze Geschwindigkeit, Speed, wie man so schön sagt, geht dabei verloren. Deshalb lässt man diesen Startups ihren Freiraum unterstützt werden sie dadurch durch dieses neue Ökosystem, das wir geschaffen haben. Das heißt, es gibt eine neue Einheit, die gegründet wurde von Manuel Gerres. Das ist die Deutsche Bahn Venture Einheit, DBDV. Und dann gibt es noch die DB New Digital Business, Deutsche Bahn New Digital Business. Und die unterstützen letztendlich unsere Beteiligung. Das heißt, die Deutsche Bahn sucht sich, screent letztendlich außerhalb des Kerngeschäfts auch Startups, ja, wie dieses Startup, was ich gerade genannt habe, um zu investieren, kriegt einen DB-Partner an die Hand, der die Assets der Deutschen Bahn auch freigibt, damit dieser, so wie man so schön sagt, dieser Drive nicht verloren geht. Zum anderen gibt es auch ein interessantes Projekt, wo ich mitgewirkt habe, dass man mobilitätseingeschränkten Reisende unterstützt, also wie so ein Full-Service-Programm, um von A nach B zu kommen. Und da machen wir gerade einen Piloten mit einem Start-up, die das Betreuungsprogramm gewährleisten können, um diese Menschen mit einer Behinderung, mit einer Schwäche, also die auch altersbedingt etwas in die Jahre gekommen sind, dabei zu unterstützen, von A nach B zu kommen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir öffnen uns und wir haben gelernt, auch mehr und mehr zuzuhören. Das ist der Punkt. Wie seht ihr eigentlich als Deutsche Bahn die Zukunft der Bahn, die Zukunft der Mobilität? Man spricht ja sehr viel vom autonomen Fahren. Man fragt sich, wird man dann mit dem autonomen Auto zum Bahnhof fahren oder gleich zum Standort B? Wie geht ihr damit um? Die österreichische Bundesbahn ist, glaube ich, sehr stark dahinter, schaut sich künstliche Intelligenz an, schaut sich eben dieses Thema die Wege von zu Hause bis nach Bahnhof und vom Bahnhof bis irgendwo, wo ich hingehen muss, gibt es ein Startup Wegfinder in Österreich, der in dieses Segment hineingeht. Wo siehst du die Zukunft und hast du Angst oder Freude auf die Zukunft? Nee, es gibt ja ein schönes chinesisches Sprichwort, wenn Sturm aufzieht, dann ziehen die einen Mauern und die anderen bauen Windmühlen. Und dieses chinesische Sprichwort zeigt ja eigentlich, wie man bei diesem digitalen Tsunami offen sein sollte für Veränderungen, um zuzuhören, um auch mit dabei zu sein, um voneinander auch zu lernen, um die Synergieeffekte nutzbar zu machen. Und wir haben jetzt vor ein paar Tagen eine Pressemitteilung rausgegeben, das Startup nennt sich Loki. L-O-K-I. Und das ist genau so eine Sache, wo autonome Shuttlebusse, Shuttle-Taxis autonom dich von A nach B bringen und du teilst dir das letztendlich mit anderen Teilnehmern, die auf deiner Route sind und vielleicht auch zum Bahnhof müssen. Da stand groß da autonom. Was heißt jetzt autonom? Das heißt in der ersten Iteration, dass wirklich ein Fahrer noch da sitzt und wenn es zu Problematiken kommen sollte, jederzeit auch eingreifen kann. Also da sitzt wirklich ein Fahrer in diesem autonomen Shuttlebus, der fährt teilweise autonom, aber das ganze System ist ja noch nicht ausgereift. Also wir müssen dabei sein, Tür-zu-Tür-Mobilität, es wird sich viel abspielen in den Raum, auch Großstädten, ne? Sehr, sehr, sehr nah und sehr zentral und da müssen wir definitiv dabei sein und darum jetzt auch dieses Investment in Loki, was ich gerade genannt habe. Wir gucken uns natürlich jetzt auch an dieses die fliegenden Taxis Lilium aus München, das Startup, was sehr gehypt wurde, hat durch Skype investiert etc. Hyperloop ist ja in aller Munde sozusagen. Also wir hören zu, wir wollen mit davon lernen, wir wollen auch dabei sein und bei diesem Fortschritt auch uns mit beteiligen, mit unseren Assets. Das ist natürlich ein Weg, aber die Deutsche Bahn ist guter Dinge, da sich immer weiter auch zu öffnen. Und deshalb gibt es auch dieses neue Ökosystem von Manuel Gerres, was dem auch zuhört und für solche Innovationen und disruptiven Ansätze, die immer mehr auf uns zukommen, gewappnet sein wird mit den All Businesses People. Er hat da gute Leute am Start und ich freue mich da mit unterstützen zu dürfen. Ja, das jetzt um einige Beispiele zu nennen. Ich find's gewaltig und immer an meinem Job so faszinierend, mit solchen großen Player zu reden, die dann diese Innovationsprozesse beschreiben und so stark eigentlich in die Zukunft blicken, so stark dahinter sind, ist große Inspiration. Was bringt dich nach Österreich? Wieso kommst du zu dieser Konferenz? Ist das Netzwerkpflege oder suchst du auch da nach Innovation? Na, ich schaue natürlich gerade Wissenschaft, Forschung, Startup, Corporate, man muss sich öffnen und die meisten Innovationen entstehen ja auch in der Forschungslandschaft, Technologielandschaft und Österreich hat da auch
was AI, Artificial Intelligence, betrifft, auch ein großes Institut, wo ich vorbeischauen werde. Ich wurde bei der Konferenz hier eingeladen und freue mich da umso mehr, auch von anderen zu lernen, auszutauschen sich. Und am Ende kann es wirklich nur funktionieren, wenn man die richtigen Partner an Bord kriegt, indem man von der Helikopterperspektive schaut, was gibt es da für Veränderungen, welche Partner braucht man. Da ist natürlich diese Netzwerkpflege sehr gegeben. Und Wien ist ja eine wunderschöne Stadt. Ich fühle mich hier wohl und wäre auch nicht immer angeguckt, wenn ich ein bisschen anders aussehe. Ich komme hier gerne her. Helmut hat mich eingeladen und ich lerne auch immer wieder was dazu und teile einfach dieses Wissen, weißt du? Und das macht mir einfach Spaß und darum bin ich heute zum wiederholten Male hier. Da ist nicht nur Kaffee trinken angesagt, sondern wirklich mit Leuten diskutieren und wirklich dann in die Tiefe reingehen. Und die schönsten Ideen entstehen in der Nische am Ende. Und umso wichtiger ist es hier auch mit den noch klein wackeligen Startups zu sprechen und die in der Frühphase mit zu begleiten und zu screenen. Und das mache ich auch hier an Ort und Stelle. Abschließende Frage, die Startups, mit denen sprechen und sie screenen. Ja. Wenn jetzt jemand sich denkt, hey, ich habe eine coole Lösung für die Deutsche Bahn, das wissen sie noch nicht einmal selber, ja, kann man sich bei dir melden oder gibt es nur offizielle Badges, wo man sich dann bewerben kann? Wie funktioniert das dann? Ja, natürlich, ich habe ja erst schon gesagt, bin sozusagen Trüffelsucher. Wir haben jetzt bei der Deutschen Bahn 3 Strings aktuell, das ist das Intrapreneurship-Programm, wo wir Mitarbeiter befähigen, mit ihren Ideen auszugründen. Der Fonds beteiligt sich dann mehr oder weniger dran, wenn die Idee dementsprechend auch reif ist und kommen wird. Das sind Mitarbeiter von der Deutschen Bahn. Dann haben wir die Open Innovation Plattform, die auch in Berlin ist. Da haben wir uns jetzt geöffnet mit Alba und Siemens und anderen Partnern, wo wir Major Startups screenen. Und letztendlich den Company Builder, der dritte String, wo wir ganz gezielt schauen, was haben wir innerbetrieblich bei der Deutschen Bahn auch für Pains, wo wir sagen, okay, gibt es da in der Richtung schon interessante Lösungsansätze oder machen wir selber in Zusammenarbeit mit Serial Entrepreneuren und den DB-Partnern aus dem Kerngeschäft ein Company Building, ein neues Geschäftsmodell auf, was mehr oder weniger disruptiert, das muss man dann schauen, aber ich bin ein großer Fan davon, lieber sich selber zu disruptieren, bevor andere es machen, und da sollte man einfach offen sein für Neues, in die Zukunft schauen und nicht wirklich mit der Titanic untergehen und so lange festhalten, wie es einfach nur möglich ist. Und das ganze Thema Trend Scouting und zu schauen, was kommt, ist, wird immer, immer wichtiger. Und da bin ich ein ganz, ganz großer Fan davon. Und darum, der Sturm zieht auf und wir bauen im Endeffekt immer mehr Windmühlen und arbeiten daran, dass wir mit diesem digitalen Tsunami auch zurechtkommen mit den richtigen Leuten. Natürlich. Super. Martin, vielen Dank. Alles Gute, wir bleiben in Kontakt. Bin super, super gespannt, was da alles noch an Innovationen rauskommt, wenn du über Hyperloops und so weiter sprichst. Und die Deutsche Bahn hat ja das Know-how, die Tradition, wahrscheinlich auch die finanzielle Kraft, große neue Projekte aufzubauen. Wir haben viele Assets. Also danke nochmal für dieses amüsante und sehr unter die Haut gehende Gespräch. Also es wird einiges passieren bei uns und nicht nur reden, sondern am Ende auch machen. Und darum entsteht bei uns das Wort auch im Herzen und nicht im Kopf. Und das hat eine höhere Durchschlagskraft, um nachhaltig was auf die Straße zu bringen, auf die Schiene zu bringen und auch in den Himmel zu bringen, um es zu sagen. Also danke für das amüsante Gespräch. Gerne wieder. Danke sehr. Ciao. So, ich darf jetzt noch den Walter Kreisel zu mir bitten. Auch eine große Ehre. Servus, Walter. Hallo. Hallo, grüß dich. Auch du warst Speaker heute bei der Conference. Wir waren unlängst bei euch, bei Kreisel Electric, bei der Headquarter-Eröffnung. Eine mega inspirierende österreichische Geschichte. Vier Brüder bzw. Family, du bist ein Cousin, in Verantwortung Produkte aufzubauen, die eigentlich besser sind als jene, die zum Beispiel im Batteriebereich Tesla aufbaut. Ja, das heißt, eine wirkliche Innovationsführerschaft, da entsteht ein gewaltiger Startup, eine gewaltige Company. Du hast heute, glaube ich, ein bisschen dieser Geschichte erzählt. Kannst du auch für uns einmal zusammenfassen, wie schafft man es, ja, als österreichische Familie, so etwas Großartiges auf die Beine zu stellen? Was braucht es dafür? Man braucht viel Mut, viel Ehrgeiz und, glaube ich, Freunde und eine Familie, die zusammenhält und an etwas glaubt, was sie unmöglich scheint, und so wird es auch dann möglich. Ja. Wie waren die ersten Schritte von euch? Die ersten Schritte waren, dass Markus, der Philipp und der Hansi sich selbstständig gemacht haben und haben gesagt, wir machen einen auf Elektromobilität und dort eine absolut geniale Idee gehabt haben und das zu Patenten geführt haben und mit Christian Schlögl heute zu viert in die Welt hinausbringen. Und ich zur gleichen Zeit in die Gebäudeautomation und Energiebranche gegangen bin, wo wir uns um Software und in Infrastruktur kümmern
Und dadurch, dass wir jetzt unsere zwei Unternehmen zusammen auftreten und wir mit Kreisel Systems intelligente Ladeenergie und Gebäudesysteme, sprich ein Ökosystem rund um die Batterie bauen, haben wir auch die Chance, uns hier breit aufzustellen, tollere Projekte zu machen und hier bei so einem Publikum eigentlich die tolle Unternehmer, große Konzerne, die auch hier sehr wohl wissen, dass es wichtig ist, dass man in der Welt was Nachhaltiges macht, was für die Zukunft ist. Ja. Sag mir jetzt vielleicht ein bisschen genauer, was macht Kreisel Systems, was macht deine Company, wenn es jetzt da unterschiedliche Firmen gibt, wie kannst du denen helfen, welche Produkte kannst du denen anbieten? Also die Produkte, die wir anbieten, sind Lade-, Energie- und Speicherlösungen, um Energie in bestmöglich in erneuerbarer Form zu speichern. Das kann auf der einen Seite sein, Energie speichert man, wenn man zu wenig Energie hat oder Energie glätten muss, also Spitzen abdecken muss. Durch dieses Energiespeichern und Spitzen abdecken kommt man auch in den Vorteil, dass ich die selbst produzierte Energie, erneuerbare Sonnenenergie zum Beispiel, speichern kann und mir die Netzkosten spare. Und wir sagen zu dem multiple Speicherbewirtschaftung, wenn ich natürlich Regelenergie, Netzkosten, Kupfer und Trafo spare und in meinem Gebäude praktisch Energie günstiger herstellen kann und aus Energie nämlich dann Strom, Wärme, Kälte und auch Luft machen kann, ist es halt für Wohnbauträger, Immobilienkonzerne, aber auch für Unternehmen wie die ÖBB oder die Post zum Beispiel, also wir haben mit denen, das kommt mit meinem Geist raus, aber es sind Unternehmen, die sich natürlich Gedanken machen, erstens erneuerbare Energie zu speichern, diese intelligent zu verteilen, um nämlich entsprechend ein Zugticket günstiger zu machen oder ein Hotel oder eine Wohnung mit sauberer Energie so günstig wie möglich zu versorgen. Diese Speichertechnologien im Energiebereich sind ja extrem relevant, nicht auch sozusagen für Entwicklungsländer. Und das ist sozusagen ein starker technologischer Fortschritt. Bietet ihr das auch im B2C-Bereich an? Können das auch die Endkonsumenten erwerben für Hausenergiebewirtschaftung? Wir haben hier zwei Geschäftsmodelle. Es gibt auf der einen Seite Konsumerprodukte, das ist unser Mavero Heimspeicher. Diesen vertreiben wir über ein normales Fachhandelspartnernetzwerk. Das heißt, jeder, der sich einen Heimspeicher leisten oder kaufen möchte, der nächstes Jahr auch gut gefördert wird, ja, ist mit Wechselrichterherstellern kompatibel, auch österreichischen Wechselrichterherstellern. Und dieser Heimspeicher kann sich dann jeder von einem Solateur kaufen. Wir haben aber auch Produkte wie unsere Charger, also Ladeprodukte, Richtung High-Power-Charger-Produkte und Energiespeicherprodukte im Großformat für Landwirte, für Kommunen, für Kleinindustrien, out of the box. Die vertreiben wir über Systempartner. Systempartner sind praktisch große Anlagenbauer oder auch Energieversorger. Und mit denen hat man auch die Expertise und können wir auch nicht nur national, sondern international Lösungen anbieten. Und circa die Hälfte aller Projekte, die wir haben, sind dann Abwandlungen von Systemlösungen. Das heißt zum Beispiel, wenn wer ein intelligentes Ladenetz aufbauen will oder sich einen Mehrwert schaffen will, weil er Energielogistiker ist oder Paketlogistik und Energie als Asset sieht oder Rechenzentrum, der auch entsprechende vielleicht Bitcoins meint, ja, der ist an günstiger Form und Speicher an Energie interessiert und dort gehen wir mit Systempartnern, also im B2B-Bereich hinein. Also umgekehrt, vielleicht möchte ich auch dazu sagen, bei Kreisel Electric, diesen Speicher für die Fahrzeuge gibt es leider nicht für Endkunden, diesen gibt es auch nicht für Einzelumbauten, sondern nur für Automobilzulieferer und Konzerne, die ein skalierbares Industrialisierungsmodell dahinter haben. Das heißt, Kreisel ist der Solution Provider, also ist der die Kerntechnologie Batterie mit der Plattform anbietet und dort drauf entsprechend praktisch Unternehmen, die jetzt die Elektrifizierung notwendig haben, hilft, um voranzukommen. Was ist für dich in deinem Bereich so der nächste Milestone? Das ist immer spannend bei euch, ne? So eine mega Entwicklungsgeschichte, da fragt man sich immer, was kommt da alles noch? Ja? Was ist in deinem Bereich so der nächste Schritt? Also der nächste Schritt, wir denken ausschließlich kundenorientiert. Also für die Lösung muss für den Endkunden und für den ganz normalen Österreicher oder Weltbürger einen Vorteil bringen. Sonst hat das keinen Sinn, ja? Obwohl wir eigentlich sehr B2B-lastig aufgestellt sind. Und dort geht es darum, zum Beispiel in der Infrastruktur die Elektromobilität einmal auf 100% umzustellen. Ja, alleine dadurch, durch nur den Wirkungsgradeffekt, dass Elektrofahrzeuge 60% weniger Energie brauchen, haben wir schon so viel Energie gespart, dass es unglaublich ist. Ja.
Und ein zweites Ziel haben wir, dass Wohnen, also sprich Wärme, Kälte und Strom, in Wirklichkeit so wertschöpfend ist für einen Immobilienentwickler, dass sie nichts mehr kostet. Das heißt, man kann als Genossenschaftswohnhaus vielleicht 2020, wenn der Strompreis auch noch steigt und die Netzkosten steigen, das, was sie auch werden, kann ein Mieter praktisch seine Energie-Plus-Kosten so entsprechend verwerten mit dem Speicher, dass er irgendwann nichts mehr für seine Energie und für seinen Strom bezahlt. Ja. Wenn das die Energiekonzerne hören, was denken sie sich dann dabei? Hoppala, ich muss was tun oder ist man redet von einem Prosumer, sprich einem Konsumenten, der auch Energie produziert und insofern Konkurrent wird zu den großen Playern. Wo wird da die Transformation hingehen? Ja? Wie wird die Energiewelt ausschauen? Das Hauptproblem dazu ist ja vielleicht nicht nur die Batterie, sondern die Digitalisierung. Und sehr viele von diesen Unternehmen haben die Digitalisierung vollkommen unterschätzt. Ja. Also wenn man die Automobilbranche wahrscheinlich heute sieht, würde sie wahrscheinlich ohne Elektrifizierung ebenfalls in ein Problem stecken. Ja. Es sind nicht zwei Probleme jetzt da, das ist die Digitalisierung und die Elektrifizierung, die momentan im stationären Bereich ja erst in 5 Jahren kommt, das Problem. Also die heute nicht, die haben einen Aufruf von mir, die haben jetzt Zeit, sich mit uns zu beschäftigen, ja, um dort nicht die Zeit zu versäumen. Ja, das war schon meine Frage abschließend vielleicht, weil natürlich auch ein umwelttechnisches Thema ganz wichtig ist für uns alle und für die Zukunft des Planeten, CO2-Neutralität. Ich glaube, Companies wie deine sind ja diejenigen, die da Innovationstreiber sind in dem Bereich. Ist eine CO2-neutrale Welt realistisch? In welcher zeitlichen Perspektive? Andere Länder zeigen es vor. Ich glaube, dass wenn wir Strom in erneuerbarer Form speichern können, Wind, Wasser und Sonnenkraft, und da ist die Batterie halt einfach die Bottleneck, also der Flaschenhals, weil ich praktisch das Volatile, wir können Wind und Sonne im Moment noch nicht steuern und die Batterie ist praktisch das Ausgleichsprodukt. Mit einer Batterie, mit einem Speicher brauche ich auch weniger Netze, weil ich den Strom dort speichere, wo ich ihn benötige. Und die CO2-frei, also wir sehen als unsere Aufgabe und auch als deine Aufgabe und die Aufgaben von jedem, dass wir die sind, die unsere Planeten sauber machen zu haben. Ja. Und um vorher nochmal die Frage vorher zu abschließen, mir ist sie wieder eingefallen. Wir sehen uns als Solution Provider für die Konzerne. Es klingt jetzt ein bisschen blöd. Ja. Das heißt, die Konzerne, die was sagen, ja, hallo Batterie, also der unterste Layer, Speicher und intelligente Verteilung. Ja. Auf diesen Layer können große Unternehmen auf uns aufsetzen. Das heißt, wenn der sagt, und das können aber große Immobilienentwickler sein, aber auch Banken. Also Banken haben verstanden, dass sie praktisch mit Strom jetzt Energie fürs Auto und Energie für die Wohnung ja, haben. Versichern und finanzieren, dann ist es ja schon lang. Ja. Das heißt, die Karten werden neu gemischt und dort beschäftigen sich Unternehmen sehr stark mit uns, um eben hier größtmöglichste Wertschöpfung abzubekommen. Also unser Ziel ist es nicht, große Konzerne auszulöschen, überhaupt nicht, sondern nur gemeinsam, und das ist das, was uns vielleicht an vielen Startups unterscheidet. Erstens einmal sind wir vielleicht ganz mehr, ja. Und zweitens, dass wir es als Ziel sehen, mit den Firmen, die schon Steuern zahlen, die schon Mitarbeiter beschäftigen und die ein unendlich gutes Wohnqualität haben und Top-Netz und günstige Stromkosten haben, nämlich mit denen zusammenarbeiten. Das heißt auch mit den Energie. Super, Walter, vielen, vielen Dank für diesen kurzen Ausblick. Bist du sonst happy mit der Conference? Hat dir das was gebracht? Ich glaube, du bist schon den ganzen Tag da und ich sehe dich ständig in spannenden Gesprächen verwickelt. Ja, lauter nette, innovative Leute. Super, wenn sich Leute über den Tellerrand informieren. War super besucht, ja, und danke nochmal an den Helmut für die tolle Veranstaltung und danke für das Interview und danke da draußen. Nicht vergessen, good night oil, good morning electricity. Sehr gut. In diesem Sinne kann ich nur danke fürs Dabeisein sagen und bis zum nächsten Mal.